Hallo, heute möchte ich Ihnen den Swingcaddy SC300 vorstellen. Viel Spaß dabei! Der Swingcaddy SC300 ist mit der Doppler-Radar-Technologie ausgestattet. Damit ist das Gerät in der Lage, den Flug eines Golfballes zu berechnen und das mit einer wirklich erstaunlichen Genauigkeit für den im Vergleich niedrigen Preis. Ein Profigerät kostet da mehr als das 40-fache und ist daher für einen Privatmann verständlicherweise uninteressant. Außerdem kann das Gerät nicht nur auf der Driving Range benutzt werden, sondern funktioniert auch bei Einhaltung der richtigen Abstände beim Üben mit einem Übungsnetz. Die Bedienungsanleitung ist leider nur in Englisch, was bei dem Gerät aber kein Problem sein sollte, da es in Summe doch wenig zum Einstellen gibt. Eine Fernbedienung ist auch mit dabei, die ich am Anfang für unsinnig hielt, die sich aber in der Praxis als sehr rückenschonend erwiesen hat. Außerdem sind einige Funktionen auch nur über die Fernbedienung anwählbar. Nach dem Einschalten wird der Ladezustand des Akkus angezeigt und der Luftdruck wird in Hektopascal gemessen, damit das Gerät den Luftwiderstand korrekt berücksichtigen kann. So kann der Swingcaddy die Flugweite des Balles entweder carry oder auch gesamt berechnen. Außerdem wird die Geschwindigkeit des Schlägerkopfes und die des Balles angegeben. In der unteren Reihe wird der Abflugwinkel des Balles angezeigt, daneben der Apex, also die Flughöhe des Balles im Scheitelpunkt, und dann noch der Smash-Faktor. Je höher dieser ist, umso besser ist das Treffmoment. Er wird aus der Ballgeschwindigkeit geteilt durch die Schlägerkopfgeschwindigkeit berechnet. Diese faszinierende Datenfülle pro Schlag wird dann nur noch in Kombination mit der App übertroffen, wie ich gleich noch zeigen werde. Zum Üben der Zielgenauigkeit gibt es dann noch einen Target Mode, in dem man versuchen kann, eine bestimmte Distanz zu erreichen. Mit den 24 Tasten auf der Fernbedienung kann jeder einzelne Schläger direkt gewählt und sämtliche Einstellungen, die der Swingcaddy hat, angewählt werden. Es beginnt mit der Einstellung der Sprache, wo entweder Koreanisch, Japanisch oder Englisch gewählt werden kann. Da ist mir Englisch noch am geläufigsten. Dann kann die Anzeige zwischen Yards und Metern bzw. Meilen pro Stunde und Metern pro Sekunde umgeschaltet werden. Hier wähle ich soweit möglich das metrische System, was allerdings für den internationalen Vergleich hinderlich sein kann. Dann sollte die Lautstärke für die Sprachausgabe angepasst werden, je nachdem, ob man sich auf der Driving Range, dem Platz oder wie ich gleich in der Garage befindet. Zu dem gewählten Schläger kann und muss auch der richtige Loft eingestellt werden. Dies geht aber viel komfortabler in der App, wie ich gleich noch zeige. Mit den vielen Tasten der Fernbedienung kann der Schläger direkt gewählt werden. Auch die Umschaltung für die Länge des Ballflugs, ob Carry oder Total, wird so eingestellt. Nun komme ich zu der App, die man unter dem Namen My Swingcaddy im entsprechenden Store findet. Wer viele Daten über jeden Schwung haben möchte und wer will das nicht, der wird mit dieser App bestens bedient. Auf der Home-Seite werden die bisher gespeicherten Schwünge als Übersicht dargestellt. Mit dem Zahnrad oben rechts kommt man dann zu den Einstellungen, wo unter anderem einige lustige Soundeffekte wie Vogelgezwitscher, aber auch die anzuzeigende Einheit gewählt werden kann. Die Position der gemessenen Werte auf dem Gerät kann auch individuell geändert werden, wenn man das möchte. Ganz wichtig ist es, über das Club-Setting den eigenen Schlägersatz einmalig zu hinterlegen. Hier sind schon viele Hersteller und Schlägertypen hinterlegt, die aber natürlich angepasst werden können. Über das Hauptmenü kommt man dann in den Praxismodus, in dem dann als erstes die Kopplung per Bluetooth erfolgt.
Die Kopplung wird oben rechts im Swing Caddy nach einer Synchronisation der Daten angezeigt, wie Sie neben dem Pfeil sehen können. Hier kann auch direkt in den Target-Modus gewechselt werden, ohne erst über das Hauptmenü gehen zu müssen. Im Statistikbereich sind dann nach Datum und Schläger sortiert alle Daten im direkten Vergleich zu sehen. Aber genug Theorie. Jetzt komme ich zur Praxis, die wie immer mit einigen Probeschlägen beginnen sollte. Der Swing Caddy muss für eine richtige Datenerfassung 5 Feet, also 1,5 Meter hinter dem Ball, auf gleicher Höhe positioniert werden. Bei Verwendung eines Übungsnetzes sollte zwischen Ball und Netz mindestens 6,5 Feet, also 2 Meter Abstand sein, was ich in meiner Garage gut einhalten kann. Schon kann es losgehen. 165 Meters. Es ist wirklich praktisch, dass man den Swing Caddy auch mit einem Tablet verbinden kann. Auf einem großen Display lässt sich jedes Ergebnis viel besser verfolgen, da das Gerät ja hinter einem steht. So sieht man nach jedem Schlag das gesamte Ergebnis. Die Sprachausgabe erfolgt parallel auch auf dem Tablet, was ich hier zur Demonstration aber nicht deaktiviert habe, daher auch der Hall-Effekt. Der Aufbau lässt so keine Wünsche mehr offen und einem intensiven Training auch in der kalten Jahreszeit steht nun nichts mehr im Weg. Mit der Fernbedienung wähle ich hier jetzt das Dreierholz aus und stelle von Carry auf Total Distance um, also die gesamte Ballfluglänge. Die Statistik in der App ist schon der Hammer. Wer an seinem Golfspiel nichts mehr verbessern kann, für den ist dieses Gerät natürlich nichts. Und allen anderen kann ich es fürs Training nur empfehlen. Unter dem Video finden Sie neben einem Link zu dem Gerät auch das entsprechende Zubehör wie Golfnetz und Abschlagmatte. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg beim Training und ein schönes Spiel, wenn es die Witterung wieder zulässt. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung und ein Abo. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wenn wieder etwas unklar sein sollte.